Ja, und wir wechseln zu einem Thema, das neben den alles beherrschenden Covid-19-Schlagzeilen zwar immer wieder öffentlich diskutiert wird, jedoch an der türkis-grünen Regierungslinie nichts ändert. Keine Kinder aus diesen griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. Und das trotz gegenteiliger Ansicht der Koalitionspartner. Denn während die Grünen dafür sind, bleibt die Kanzlerpartei bei ihrem Nein. Was die Bevölkerung in einer für den Report aktuellen Umfrage dazu sagt, das zeigen uns jetzt Stefan Dauberer und Eva-Maria Kaiser, die auch der Frage nachgegangen sind, was wurde aus den Hilfszusagen für die Flüchtlingslager? Ein Wochenende für Moria. Unter diesem Slogan machen vergangenen Samstag wieder Flüchtlingshilfevereine in ganz Österreich mobil. In 6 Landeshauptstädten übernachten die Aktivisten in Zelten, um auf die Not in den europäischen Flüchtlingslagern aufmerksam zu machen. In Bosnien, aber auch in Griechenland. Vor allem die Zustände auf Lesbos im Moria-Nachfolgelager Kara Tepe 2 bewegen. Hier geht es darum, dass Menschen in einer großen Not sind und dass viele von denen sterben werden. Katharina Stemberger hat mit dem Verein Courage bereits an die 3000 mögliche Unterkünfte für Flüchtlinge ausfindig gemacht. Da geht es darum, dass die an ganz bestimmte Plätze kommen, wo erstens die Ressourcen da sind, wo unglaublich viel Freiwillige sind, die sagen, es gehört zu meinem Menschenbild, dass ich in so einer Situation etwas beitrage. Und diese Möglichkeit zu helfen, wird seit Monaten blockiert. Die Situation auf Lesbos ist schon lange Stein des Anstoßes. Im Herbst werden die Flüchtlinge in ein neues Lager übersiedelt, nachdem einige von ihnen zuvor das Lager Moria aus Protest angezündet hatten. Auch das neue ist nicht besser, eine Zeltstadt für 7.500 Menschen. Nach Niederschlägen versinkt das Camp im Schlamm. Initiativen, Flüchtlinge von dort in Österreich aufzunehmen, lehnt die Regierung ab. Es gibt hunderte Millionen Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Die können wir nicht alle aufnehmen. Da ist meiner Meinung nach der richtige Ansatz die Hilfe vor Ort. Und das tun wir. Hilfe vor Ort. Eigentlich soll sich darum SOS Kinderdorf kümmern. Die Organisation betreut jetzt schon Kinder auf Lesbos in einem gut ausgestatteten Containerdorf Kara Tepe 1. In das Moria-Nachfolgelager, die Zeltstadt Kara Tepe 2, durfte die Organisation monatelang nicht hinein. Vergangenen Freitag war es erstmals möglich, in Begleitung der Polizei. Sie mussten mit Allradautos und Polizeiautos fahren, Militärwagen fahren, damit sie überhaupt durch den Schlamm durch konnten. Und es hat sich sehr schnell gezeigt, dass ein Arbeiten der Tagesbetreuungsstelle im Camp nicht möglich ist. Weil? Ja, weil wir würden, selbst wenn wir Container aufstellen, im Schlamm versinken, da müssten Drainagen gelegt werden, die Wochen dauern würden. Und das macht dann keinen Sinn mehr. Wir wollen dann unmittelbar starten. Fotografiert oder gedreht werden darf in dem Lager längst nicht mehr. Handyvideos werden unter der Hand hinausgespielt. Mit 3 Millionen Euro will die Regierung die Hilfe vor Ort unterstützen. SOS Kinderdorf will die Kinder tagsüber betreuen. Ist das nicht nur Symbolpolitik, wenn sie abends wieder in die desolaten Zelte zurück müssen? Also was wir dort machen, macht für die Kinder definitiv keinen symbolischen Effekt, sondern einen realen Effekt. Und dafür sind wir als SOS Kinderdorf da. Das mag jetzt sehr pragmatisch klingen, aber zu wissen, es gibt eine Möglichkeit, hier ein Stück weit eine bessere Welt für ein Stück Zeit herzustellen, dann müssen wir das tun. Hilfe vor Ort, das reicht einigen in der ÖVP nicht. Tiroler Bürgermeister haben sich bereits vor Weihnachten lautstark für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Lesbos ausgesprochen. In Telfs fragt der Report nach, was aus der Initiative geworden ist. Einige Quartiere stünden sofort bereit. Wenn Lawinengefahr da ist, dann muss ich sofort handeln. Und da ist es auch so. Da ist die Gefahr jetzt da, dass die Kinder im Dreck liegen, in der Kälte sind. Es wird Hilfe gegeben von Österreich aus. Das ist alles gut und recht. Aber wenn es zu spät ist, dann ist es zu spät. Bereits vor Weihnachten spricht man sich für die Aufnahme von 100 Flüchtlingsfamilien aus, die bereits den Asylstatus haben. An die 50 Bürgermeister unterstützen den Appell. Aus der ÖVP-Parteizentrale kommt ein Anruf mit der Warnung vor dem sogenannten Pull-Effekt. Die Aufnahme von Flüchtlingen könnte neue Flüchtlinge anziehen. Also immer den Pull-Effekt, der mag seine Richtigkeit haben im großen Rahmen. Aber wir haben im Moment nicht mehr die Situation von 2015. Wir haben
Obdach, wir haben Quartiere für diese Leute. Und die Debatte scheint mir da auf einer völlig falschen Ebene zu laufen. Da muss man über Parteigrenzen hinwegdenken und vor allem die Parteipolitik ein bisschen auf der Seite lassen, weil jeder hat eine private Einstellung, eine private Meinung. Und die private Meinung sollte man auch als Bürgermeister äußern dürfen. Auch die SPÖ tut sich nicht ganz so leicht bei dem Thema. Der burgenländische SPÖ-Chef Hans-Peter Doskozil unterstützt demonstrativ den Kurs der türkisen ÖVP. Die Bundespartei ist hingegen für die Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen. Es gibt in Österreich mittlerweile ein sehr breites Bündnis über alle Parteigrenzen hinweg, von Wien bis Vorarlberg bis Tirol, viele kirchlichen Institutionen, Künstler und viele mehr. Von Wien bis Vorarlberg schon, aber nicht von Burgenland bis Vorarlberg, wenn der burgenländische SPÖ-Chef nicht dabei ist. Das macht ja nichts. Entscheidend ist, dass es viele Menschen gibt, die hier helfen wollen und die sich nicht behindern lassen wollen durch die türkis-grüne Kälte in dieser Bundesregierung. Für den Report hat das Meinungsforschungsinstitut Gallup die Stimmung im Land erhoben. Wie stehen Sie zur Flüchtlingspolitik der Regierung? 48% finden diese richtig, 40% lehnen sie ab, 12% haben keine Meinung. Komplexer die Antworten auf die Frage, ob Flüchtlinge aus Griechenland aufgenommen werden sollen. 13% wollen lediglich unbegleitete Kinder und Jugendliche aufnehmen, 15% auch jene mit Familien, 19% würden auf jeden Fall Flüchtlinge aufnehmen. 42% sind der Meinung, Österreich solle sich auf die Hilfe vor Ort beschränken. 7% sagen, Österreich soll gar nichts tun, andere seien zuständig. 4% machen keine Angaben. Macht in Summe 47%, die sich eine Aufnahme unter gewissen Bedingungen vorstellen können, gegen 49%, die das ablehnen. Wenn wir aus den Daten jene Person plastisch bilden wollten, die sich eher für die Aufnahme von Flüchtlingen ausspricht, dann ist das tendenziell eine Frau, die ist unter 30, hat einen formal hohen Bildungsabschluss und lebt in Vorarlberg, Tirol, also in Westösterreich oder in Wien. Die ÖVP setzt in den vergangenen Monaten demonstrativ auf Hilfe vor Ort, auch mit reichlich Inszenierung. Innenminister Karl Nehammer bringt etwa Mitte September medienwirksam 55 Tonnen Hilfsmittel nach Griechenland. Auf Lesbos ist so gut wie nichts angekommen. Für ein Interview standen eher Außenminister Schallenberg oder Klubobmann Wöginger nicht zur Verfügung. Der ehemalige Raiffeisen-Manager Christian Konrad unterstützt jene ÖVP-Teile, die sich für eine Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland aussprechen. 2015 war er auch Flüchtlingskoordinator der Regierung. Den Vorwurf, das sei nur Symbolpolitik, weist er zurück. Ich halte das alles nur für schwache Ausreden, für blasphemische Äußerungen und bin damit gar nicht zufrieden. Und es tut mir wirklich in der Seele weh, dass eine Partei, der ich seit vielen Jahren treu verbunden bin, in dieser Frage sich absolut hartherzig zeigt, uneinsichtig zeigt und mit vordergründigen Ausflüchten argumentiert, die alle nicht haltbar sind. An der türkisen Regierungsmannschaft beißt sich derzeit auch der grüne Koalitionspartner die Zähne aus. Eva Ernst-Cicic, bis vor kurzem stellvertretende Klubobfrau der Grünen, setzt aber nach wie vor auf Überzeugungsarbeit. Man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ist sie schon gestorben? Natürlich machen wir hier nicht nur permanent und weiter kontinuierlich Druck auf den Koalitionspartner, sondern nein, meine Hoffnung ist natürlich nicht gestorben, weil es nochmals hier um Menschenleben geht, denen wir akut auch helfen müssen. Heißt, es bleibt bei der reinen Hilfe vor Ort. Auch wenn unklar ist, wann SOS Kinderdorf auf Lesbos starten kann. Zusätzlich gibt es aber auch das Angebot der Kinderdörfer, bis zu 100 Flüchtlingskinder in Österreich aufzunehmen. Haben Sie das der österreichischen Regierung schon kommuniziert? Die Reaktion ist, sie unterstützen uns in unseren Bestrebungen in Karatepe 2. Und darüber hinaus gibt es keine Reaktion.